Auf dem zweiten IoT-Fachkongress im Oktober diesen Jahres werde ich einen Ausblick geben auf die technologische Evolution im Mobilfunk. Insbesondere ist natürlich interessant, was sind die nächsten Schritte nach Narrowband IoT und LTE? 5G steht vor der Tür und ist in aller Munde, aber was bringt 5G für die IoT-Welt? Und welche technologischen Möglichkeiten eröffnen sich für IoT-Anwendungen? Was ist die Auswirkung auf die Netzverfügbarkeit? Wie entwickeln sich die Datenraten und was ist Network Slicing? In der darauf folgenden Podiumsdiskussion werden wir über die große Bedeutung von Standards diskutieren. Ich freue mich auf Sie. Sei dabei beim zweiten IoT-Fachkongress von Austrian Standards am 3. Oktober. Worum geht es in meinem Vortrag? Wege zur digitalen Stadt, der Bürger im Mittelpunkt. Fakt ist, die Urbanisierung schreitet voran. Zwei Drittel der Menschen werden 2030 in Städten leben. Was heißt das? Was kommt auf uns zu? Welche Themenbereiche wird es treffen? Es geht um Mobilität, Energie, Umwelt, Wohnraumplanung, Stadtentwicklungsplanung, Bürgerpartizipation. Welche konkrete Beispiele, Ansätze gibt es heute schon? Kann hier die Digitalisierung Abhilfe schaffen?